So, moin Leute und willkommen zu meinem viertes Video. So, heute werde ich euch zeigen, wie ich das Blei, was hier drin ist, zu schmelzen bringe. So, muss mal gucken, ob es wirklich aufnimmt. So, ist paletti, kann ich mal gucken. Perfekt. So, dann fangen wir mal an. Da drin ist ein Gemisch zwischen Spiritus, ein bisschen Benzin und ein bisschen Wasser und Grillanzünder. Natürlich zu euch, ne? Okay. Ja, in meinem dritten Video habe ich ja gezeigt, wie so was halt alles passieren kann, was man damit machen kann mit dieser komischen Kette hier. So, und heute will ich euch zeigen, wie ich das mit meinem Fleisch schmelzen kann. Eigentlich ist es ganz simpel, aber egal. Zwischendrin werde ich auf jeden Fall das Video wie lange jetzt? Ach, das ist blöd von mir. Zwischendurch werde ich auch mal wieder mit der Kette spielen. Aber werde ich ja so gedacht kugeln, kann man sagen. So, und viel Spaß dabei. So, unten drinnen werde ich versuchen, was passiert, wenn man eiskaltes Wasser. Oh fuck. Das war jetzt nicht gebaut. Das war jetzt gerade nicht geplant, mit der Kette. Oh, mit dem scheiß heißen Handschuh. Aber egal. Die Kette hat sich beruhigt. Kann ja weitergehen. Zwischendurch werde ich auch Wasser noch nehmen. Sind so stumpf schnell reinkippen. So, ich wollte eigentlich auch Öl reinmachen, aber warte mal. Das passiert, glaube ich, gerade. Joa. Muss ich, glaube ich, schaffen. Und ich habe diesen einen kleinen Tipp von einer Michelle Mielke bekommen. Der ist mal klasse. So, wir plaudern manchmal darüber, als ich das gezeigt habe, das Video. Auf jeden Fall werde ich heute versuchen Öl, also ich habe nach Öl gesucht, bei mir zu Hause, aber meine Eltern haben das weggeschlossen. Obwohl, ne, schade. Auf jeden Fall werde ich heute sofort Eiswasser reinkippen. Warte mal, was kann man noch sagen? Ja. Erstmal Eiswasser. Magic. So. Hier. Mal gucken. Hier ist die Kette. Die packe jetzt hier rein. Das ist nicht so viel. Hier. Hier mein Handschuh. Ach scheiße, sie funktioniert aber. Macht ja nichts. So. Eigentlich müsste es funktionieren, aber vorhin, als ich es erstmal ausprobiert habe, hat es funktioniert, aber weiß Gott, warum es nicht gerade funktioniert. Aber egal. So, hol ich noch kurz Wasser. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Ich hoffe, wenn es nicht passiert. Wenn ja, dann. Obwohl, es passiert nämlich gerade. Ich mach nur meine bloßen Hand. Was hat da was? Egal, ich hole erstmal Wasser. Wo ist das Ding da? Ja, das ist staubig. Aber es könnte auch sein, wenn mein Bruder reinkommt. Aber halb so schlimm. So, Wasser. Ach, scheiße, ist da. Puh. Und so sagt, ich hab kein Wasser hier. So, ein bisschen Wasser. Ach, wirklich. Nitroglycerin drin ist, aber. Das ist keine Verarsche.
drücke ich mich dann drauf. So, dann wollen wir weiter am Park gehen. Handschuhe wieder anziehen. Bevor ich meine Fötchen verbrenne. Das wollen wir ja nicht. Und nochmal zur Info, das was ich hier gerade mache, ist strengstens verboten, vor allen Dingen im Heizungskeller. Also bitte, bitte nicht nachmachen. Okay? So wieder das Kettenspiel. Nicht, dass ihr denkt, dass ich verrückt bin oder so, dass ich mache. Es ist nur eine Langeweile und nur zur Info, ich habe immer Wasser dabei. Also jetzt kein Eiswasser oder so, wenn das hier einfach anfängt. Ne? Ups. Also. Ui. Ach scheiße, meine Hand! Geh aus. So, und ich will euch mal zeigen, dass auch Rauch an, wenn es raucht, gleich anfängt, wenn, auch wenn ihr es ohne, wenn es raucht, kann es auch sein, wenn es, also Rauch, denkt ihr, ach, pff, ist doch egal. Aber dieser Qualm, was ihr wisst, glaube ich nicht, dass ihr glaube ich nicht seht, aber ja, ich will es euch mal demonstrieren. Warte mal. Ich mache meine Hand drauf. Aus. Dampf kommt. An. So gesagt, der Rauch bzw. Qual bringt das Feuer wieder an zu glühen. Zum Brennen. Hier, ich mach's noch einmal. Hier, Handschuh, Hand. So, es qualmt. Et voilà. Sehr, ich glaube, es ist euch ein bisschen langweilig, aber ich finde, es ist spannend. So. Ja, meine Fresse, ein muss es anfängt zu glühen. Meine Fresse nochmal. Brenne. Sorry, wenn ihr das gesehen habt, aber egal. Immer nah, also ich bin, ja. Was anderes. Ich hab mein erstes, es ist so. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Und so, ich bin ja auch gerade erst in YouTube eingestiegen. Und so, auch mein erstes Video, glaube ich, am 7.10.2012 gemacht, das fußfickende Monster. Da hat mein Bruder, da war ich am Schlafen, jetzt beziehungsweise er war am Schlafen. Ich habe gesehen, wie Cassie auf einmal, jetzt Cassie, mein Hund, den im zweiten Video, glaube ich, gehört habe, wo er angefangen hat zu bellen. Da kam meine Mutter und dabei musste ich schnell das Video abbrechen, bevor ich den Anschluss bekomme. Und meine Eltern sind da echt streng immer. So, und das fußpickende Monster nochmal noch dazu. Mein Hund Cassie, meine Hündin Cassie. Ich suche Sachen. Mein notgeiler Hund. Der ihre. Ja. Mumu. Kratzen muss. Aber egal. Dabei habe ich ihn ja auch gefilmt. Und so, dann ist er aufgewacht, als ich es gemacht habe. Und hat sich. Ja. Oh, so ist eine Kette abgeflogen. Egal, zweite Schlumpf. Weiter gut. Nee, und dann. Also, mein fußbändiges Monster. Das war so, wie ich schon gesagt, mein Bruder war am Schlafen. Und ich hatte auf einmal kam mein Hund, meine Hündin Cassie. An und ja, die ging ans Bein. Dann ist das mein Bruder aufgewacht und ja, hat alles mitgemacht. Das war mein erstes Video. Das war so ein Langeweile-Video. So gesagt. Oh fuck! Ups! Ups! Ups, 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 ups. Und nochmal der Hinweis: bitte nicht nachmachen. Seid nicht so blöd wie ich und macht das. Ach, Scherz. So, nochmal zur Info, ich heiße Törles Mischke, auch wenn ich Törles Mischke, wenn ihr den Namen nicht kennt, denn den Namen gibt es, soweit ich weiß, dreimal auf dieser Welt, nicht zweimal. Und komischerweise hieß der
Wie soll ich mal sagen? Wie soll ich das sagen? Also auf jeden Fall von meiner Oma eine, die Bekannte, von meiner Oma, die Bekannte, hat ihren Sohn auch Tölz genannt. Und die leben ja beide in der Schweiz. Ich bin gebürtig Deutscher. Sie lebt in der Schweiz. Und von der Bekannten, von meiner Oma, die Bekannten, der Sohn hieß Tölz. Aber der Name wird mit TH geschrieben. Da hat sich meine Oma gedacht, also deswegen nicht meine Mutter hat sich meinen Namen ausgedacht, sondern meine Oma. Und dann, als ich geboren worden bin, wusste meine Mutter nicht, wie sie mich benennen soll. Und da hat meine Oma gesagt, ach, siehst du mal, nenn doch deinen kleinen Sohn einfach Tölz. Hat sie auch zu weit zu gut, hat sie auch gemacht. Ja, aber eins ging nicht. Mein Name konnte man nicht mit TH schreiben, sondern mit Töless. Und ich musste einen zweiten Namen haben, Tölz Julian Mischke. Oh, da habe ich es gemacht und nun weiß ich Tölz Mischke. Tölz Julian Mischke. Und nochmal, der Name ist kein österreichischer Name, sondern jetzt so gesagt, der von meiner Oma, die Bekannten, der Sohn ist gebürtig in den Niederlanden geboren. Und so kam es zu Tölz, so gesagt, der Name Tölz. Aus den Niederlanden und so. Aber ein echt ausgewöhnlicher Name. Ich freue mich, diesen Namen zu tragen. Aber scheiße, wenn man so einsam ist, wenn ein anderer stirbt. Jetzt will ich euch mal was zeigen. Jetzt ziehe ich mal kurz meine Handschuhe aus. Wie ist alles da drinnen blubbert. Ich nehme euch mal kurz. Hier. Sieht ihr was mehr? Na? Ach, shit. Ich mache einmal kurz einen Cut. Bis.